Ich freue mich, hier zu sein und ich freue mich auf den Austausch gleich. Der Anfang dieses Vortrags liegt im April und da habe ich mir überlegt, eine Hose zu kaufen. Ich hatte davor ein Video oder ein Interview angeguckt von Jane Goodall. Goodall ist die Forscherin, die bekannt wurde, dass sie zu Schimpansen geforscht hat in den 60er Jahren und jetzt im Umweltschutz tätig ist. Ich weiß nicht, ob ihr Jane Goodall kennt. Sie ist eine ganz ruhige Frau, die mit einer ganz klaren Stimme spricht. Und sie guckt mich mit ihren stahlblauen Augen an. Also ihr müsst die echt mal angucken. Also sie hat so stahlblaue Augen und erzählt, wie schlecht wir gerade mit unserer Umwelt umgehen und wie wir unsere Ressourcen verbrauchen dafür. Und da habe ich mir überlegt, ich würde gerne einen Teil der Lösung beitragen. Also, dass ich ein Teil des Problems bin, weiß ich, aber ich würde auch gerne einen Teil der Lösung beitragen. Und bin so zum Thema Kleidung gekommen. Also im April habe ich mir vorgenommen, eine Hose zu kaufen, aber eben nicht irgendeine, sondern eine nachhaltige Hose. Und bin gescheitert. Das hatte eigentlich gar nicht so schlecht angefangen. Also hier sieht man meine User Journey, die ich gemacht habe. Und kennt ihr das, wenn man sich gerade was vorgenommen hat und Instagram weiß das irgendwie schon. Also ich habe eine Werbung bekommen von einem Unternehmen, von einem nachhaltigen Label und ich habe mir das angeguckt und fand das noch schön. Ich bin auf die Seite gegangen, habe mich da umgeguckt und da eine Hose gefunden, die mir gefallen hat, so eine rostbraune, kurze Sommerhose und wollte die bestellen. Im Bestellprozess merke ich, wenn ich die Hose zurückgeben will, kann mir mal passieren im Online-Bereich, dass es da nicht so ganz passt, dass ich nicht eine Gutschrift kriege, nicht eine Rückerstattung, sondern nur eine Gutschrift. Da habe ich mir gedacht, ja gut, ich mag die Hose und was soll schief gehen, mache ich. Nach der Bestellbestätigung kam dann ein bisschen die Überraschung, die Lieferzeit betrug 6 Wochen. Gut 6 Wochen, ich bin mir so 1, 2, maximal 3 Tage gewohnt. Aber da kam auch eine Begründung dazu. Und die Begründung war, dass es erst produziert wird, die Hose erst produziert wird nach der Bestellung und schlicht deshalb, um Müll zu sparen. Das ist ein großes Problem in der Kleidungsindustrie, dass die Produzenten sehr viel wegwerfen. Und ich dachte mir, ja gut, ich möchte umweltschonender leben. Ich muss vielleicht ein bisschen von meiner Convenience, die ich mir da habe, auch ein bisschen zurücktreten und einfach mal 6 Wochen warten. Passt ja. Leuchtet ja ein. Man muss aber auch sagen, dieser Sommer war sehr warm und er hat auch sehr, sehr früh angefangen. Also es war nicht einfach, aber ich habe 6 Wochen gewartet und nach diesen 6 Wochen war nichts da. Ich habe angerufen, gesagt, wo bleibt meine Lieferung? Sie haben gesagt, kein Problem, dass die Hosen haben die Fabrik verlassen. Das wird gleich verschifft und es ist bei dir. 4 Wochen später, noch immer nichts. Ich rufe nochmal an und sie sagen, es ist ein kleines Problem passiert. Die Hose wird im September geliefert. Aber meine erste Reaktion war, ja, September bin ich im Urlaub, da kann ich das Päckchen nicht abholen. Und dann habe ich gemerkt, ja, im September ist ja das Sommer vorbei, dann brauche ich auch die Hose nicht mehr, beziehungsweise ich muss irgendwas kaufen diesen Sommer. Ich hatte nichts mehr, was ging. Und somit habe ich die Bestellung storniert. Und sitze jetzt natürlich auf meiner Gutschrift, die ich auch nicht wirklich Lust habe, nochmal einzulösen. Das ist immer mal wieder passiert. Also nicht genau das Beispiel, aber seit ich ökologisch nachhaltige Kleidung suche, passieren mir solche Dinge immer wieder. Und ich habe mir gedacht, als UX-Researcher kann ich auch dem mal auf den Grund gehen und mir überlegen, was steckt da dahinter, was ist der Grund. Also was ist der Grund dafür, dass wir eigentlich ein gemeinsames Ziel haben, wir aber trotzdem nicht zusammenkommen? Und in dem Beispiel ist das gemeinsame Ziel, Ressourcen zu schonen, Müll zu vermeiden. Das ist ja auch nicht ein Ziel, das jetzt total verkehrt wäre. Also im Moment reden wir sehr viel über Umweltschutz, weil wir relativ viel Ressourcen verbrauchen und dabei viel Müll produzieren. Und somit gibt es politische Bestrebungen, die muss ich euch nicht erzählen, aber dem Verbot von Einwegplastik oder auch die Anpassung der Klimaziele. Und ich habe mir überlegt, zuerst kommen wir noch mal kurz zurück zu der Kleidung.
Kleidung ist, wird immer mehr zu einem Wegwerfartikel. Also etwas, was wir nutzen und relativ schnell wieder wegwerfen. Das sieht man da auch an diesen Zahlen. Die Grafik basiert auf Zahlen von der Weltbank. Da hat es von 2000 bis 2015 ist die Produktion an Kleidung um das Doppelte angestiegen. Das sind nicht nur die Industrieländer, das sind auch die Drittweltländer, die sich mehr leisten können, aber das sind auch die Industrieländer. Und gleichzeitig nimmt die Nutzungsdauer, das sieht man in grün, nimmt die Nutzungsdauer ab, so um die 20%. Gewisse Zahlen sind auch höher, aber so um das herum. Und das kennen wir unter dem Begriff Fast Fashion. Ich habe mir überlegt, gibt es dazu keine Alternative? Und die gibt es. Und eine davon ist das Circular Design. Man kann das Circular Design jetzt ganz, ganz knapp für diesen Vortrag zusammengedampft auf drei Faktoren, mit drei Faktoren beschreiben. Das erste ist, weniger Ressourcen zu nutzen. Das heißt, weniger Material, weniger Energie bei der Produktion. Der zweite Faktor ist, die Dinge länger zu nutzen, also ein Kleidungsstück zum Beispiel länger zu tragen, reparieren und danach nicht gleich wegwerfen, sondern nochmal wieder zu verkaufen. Und der dritte Faktor ist schlussendlich, die Materialien zu recyceln. Was heißt das für den Modebereich nochmal? Man kann zum Beispiel, um den ersten Pfeiler zu machen, Dinge erst produzieren, wenn sie bestellt wurden. Kennen wir das Beispiel, hatten wir am Anfang. Was aber sehr oft gar nicht so angeschaut wird, ist dann die Nutzerperspektive. Also das bedeutet, was hat das für einen Einfluss? Was muss ich als Nutzer an meinen Gewohnheiten ändern, damit das dann auch da klappt? Und das sind natürlich die längeren Lieferungszeiten. Also ich muss mir früher überlegen, wann ich was brauche. Also ich kann nicht am ersten warmen Sommertag schnell über Mittag ins Internet gehen und den Rock für morgen kaufen. Geht nicht mehr. Eine zweite Möglichkeit, die man auf Produktionsebene machen kann, um die Dinge länger auch zu nutzen, ist weniger Kollektionen und dafür ein zeitloseres Design zu wählen. Wir haben in der nachhaltigen Modeindustrie zwei Kollektionen pro Jahr und in der Fast Fashion kommt jede Woche was Neues in den Laden rein. Also vielleicht nicht ganze Kollektionen, aber jede Woche kommt was Neues rein. Für den Nutzer bedeutet das, dass er aber auch seinen Style anpassen muss. Also wenn ich einen Pullover kaufe, muss ich mir überlegen, will ich den auch noch vielleicht in 4 Jahren tragen? Und wenn, wie? Also wie kombiniere ich mir das? Wie mache ich das trotzdem spannend? Ich will ja nicht eine Uniform rumlaufen mit den gleichen Klamotten für 5 Jahre lang, sondern das soll ja Spaß machen. Mode ist etwas Emotionales. Das darf ja auch nicht vergessen gehen. Und schlussendlich kann der Produzent auf Materialien verzichten in der Produktion, zum Beispiel Elastan. Also wenn ein Stoff aus Mischfasern ist, dann lässt sich das unglaublich schlecht recyceln. Es gibt Forschungen dazu, aber so, ich glaube eigentlich im Moment noch gar nicht. Es gibt aber erste Ideen dazu. Das heißt aber für den Nutzer, das ist nicht mehr stretchbar, das Material. Das fühlt sich anders an. Und das muss man schlichtweg auch häufiger bügeln. Nun ist es so, dass diese Ideen des Circular Designs auf Produktionsseite relativ aufwendig sind und mit Innovationen verbunden sind. Also man muss sich überlegen, wie mache ich die Schnitte so, dass ich aus dem Stoff mehr Kleidung rauskriege. Wie passe ich meine Kollektion an? Vielleicht auch recycelte Materialien, die kriegt man nicht so im Großmarkt. Also ich muss das überlegen, wo kriege ich die hin, die her? Vielleicht auch, wenn ich umweltschonende Kleidung haben will, Material haben will. Das ist aufwendig. Und ich habe mit vielen Unternehmen in Berlin auch gesprochen, mit Modelabels. Da fehlt einfach manchmal die Zeit für eine gute User Experience. Das ist bestensfalls, wenn man so durch diese Seiten durchguckt, so ein Industriestandard, würde ich das nennen. Das ist nicht schlecht. Ich meine, viele Patterns kennt man, aber nach meiner Meinung nach sind die dann nicht dieser besonderen Herausforderung, die man hier hat, weil der Nutzer ja auch ein bisschen in seiner Handlung ein bisschen einen Anstoß geben will, was anderes zu tun,
ist es nicht ausreichend. Und im schlimmsten Fall produziert man auf Produktebene etwas, was der Nutzer schlussendlich gar nicht annimmt. Und das ist ein Risiko. Also aus meiner Sicht gibt es ein großes Potenzial, die beiden Welten zu verbinden und die Maßnahmen, die man plant, auch frühzeitig mit dem Nutzer abzusprechen und zu gucken, macht das jetzt Sinn oder nicht. Und wie kann man das jetzt machen? Als ersten Schritt wollte ich noch einmal die Nutzerperspektive einnehmen. Also ich habe davor ein paar Beispiele erzählt, die waren aber eher konzeptuell, was ich mir überlegt habe, was schwierig sein könnte mit Circular Design Maßnahmen. Ich wollte aber nochmal den Nutzer hören und habe deshalb Interviews geführt, eine kleine Umfrage online gestellt. Ich habe mich bei Facebook an Foren angemeldet und mitdiskutiert, Trusted Pilot Bewertungen mir angeguckt und das Letzte, ich habe auch ein bisschen eingekauft. Spaß darf ja auch sein. Genau, und ein paar dieser Erkenntnisse möchte ich nun gerne mit euch teilen. Was oft schon ganz am Anfang eine Schwierigkeit ist, ist die nachhaltige Kleidung aufzufinden, also die ökologisch nachhaltige Kleidung aufzufinden. Da hat mir eine Interviewteilnehmerin gesagt, es gibt ja nur 2% nachhaltige Kleidung. Logisch finde ich die nicht auf. Kann man so stehen lassen. Das zweite Thema ist dann, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, kommt die Frage, was ist eigentlich ökologisch nachhaltig, was hat das soziale Nachhaltige damit zu tun? Da gibt es ja auch noch vegan. Und darf ich jetzt noch Lederschuhe kaufen oder eine Plastikjacke? Geht das noch oder nicht? Also da kommt diese Definitionsproblematik her. Und was ich sehr oft gehört habe in Interviews, ist, dass Leute gesagt haben, ich habe jetzt schon richtig Mühe, schöne Kleidung zu finden, die mir passt. Und wenn ich jetzt dann noch das mich reduzieren muss auf nachhaltige Kleidung, dann ist das einfach, dann kriege ich nichts mehr. Wenn man jetzt sich trotzdem entscheidet, nachhaltige Kleidung zu kaufen, dann ist oft die Schwierigkeit, wem kann ich vertrauen? Also wir haben zu einer Seite tausende kleine Labels irgendwo in der Welt oder in, deshalb bleiben wir ökologisch nachhaltig in Europa, aber kleine Labels, die das in feinster Handarbeit versuchen, ein gutes Produkt zu machen. Kann ich dem vertrauen? Liefert mir der das? Oder ist das halt irgendein Unternehmen, das bei Instagram sonst noch irgendwie Werbung macht? Also hier haben wir die eine Seite, diesen kleinen, und auf der anderen Seite die großen, wo man eigentlich eh nicht vertraut wegen Greenwashing. Und das sage nicht ich, das sind tatsächlich einfach Nutzer, die mir das gesagt haben. Und wenn man dann so einen Pullover hat für 200 Euro, stellt sich dann auch die Frage, ja, kann ich das dann auch für 3, 4, 5 Jahre nutzen? Also ist die Qualität auch in Ordnung. Und nur umweltschonend produziert bedeutet nicht gleichzeitig, dass es auch gut produziert ist, dass die Nähte halten, dass es keine Löcher gibt und so weiter. Und dann schlussendlich gibt es einfach auch Usability-Schwierigkeiten. Kleidungsstück im Internet zu kaufen ist nicht so einfach, also eins, das passt. Und da stolpern man auch viele drum. Besitzt man dann ein Kleidungsstück, dann stellt sich die Frage, wie pflege ich das? So ein Material, das man nicht so gut kennt, also so eine reine Wolle oder sowas, das pflegt sich nochmal anders als die Stoffe, die man sich gewohnt ist. Da hat mir eine Teilnehmerin gesagt, ich kann doch nicht 20 dieser Waschhinweise hinlegen und dann meine Wäsche planen damit. Oder wenn dann das kaputt geht, wissen wir einfach nicht mehr so richtig, wie man das repariert. Also wie repariere ich das schön und wer in meiner Gegend, wenn ich es nicht machen will, kann das vielleicht gut tun. Es gibt aber auch den letzten Punkt, sehr schöne Beispiele, dass jemand sagt, es fühlt sich einfach gut an. Also der Stoff ist schön, der fühlt sich schön auf der Haut an und es fühlt sich auch gut an, was Gutes gemacht zu haben. Ich glaube, da hatten wir eine Todsünde davor im anderen Vortrag, das auch darauf ein bisschen spielt. Aber diese Belohnung, die man auch hat, man fühlt sich gut, habe ich was Gutes gemacht. Ich habe in meiner Recherche aber auch gemerkt, dass mit diesen klassischen User-Centered-Design-Ansätzen, dass ich nicht das,
die ganze Problematik verstehe. Weil sehr häufig ist es so, dass der Nutzer einen Wert hat, dass er gerne verbindet oder dass er gerne tun würde, aber irgendwas kommt dazwischen, das ihm das nicht ermöglicht. Oder vielleicht hat er einfach gerade keine Zeit, aber es kommt irgendwas dazwischen, so dass man es dann doch nicht macht. Das sieht man auch in dieser Umfrage, die ich gemacht habe. Da habe ich 100 Leute, also 105 Leute gefragt, wie wichtig ist dir, dass deine Kleidung nachhaltig produziert wird, haben 69% gesagt, sehr wichtig oder wichtig. Ich habe jetzt diese 69% nochmal genommen und gefragt, denk mal an den letzten Einkauf, hast du da daran gedacht? 40% sagen nein, was schon nicht ganz wenige sind. Und wenn man bedenkt, dass diese Umfrage hochsuggestiv ist, also das sagt man ja. Also ich habe eine Sekunde vorher gesagt, jetzt ist mir wichtig und danach frage ich, ob ich es tatsächlich getan habe. Also die meisten werden da ja antworten. Aber es gab 40% Ehrliche, die das zugegeben haben. Ich habe natürlich auch nicht nur das gefragt, waren schon noch andere Faktoren dabei, also man hätte es vielleicht auch wieder vergessen können. Aber ich finde diese Zahl relativ viel. Und um diese Problematik zu verstehen, habe ich mir Hilfe vom Behavioral Economics genommen. Weil diese haben Handlungsmodelle, wo man versteht, wie der Nutzer überhaupt ins Handeln kommt. Hier sehen wir eine starke Vereinfachung und eine Zusammenführung von zwei Modellen, und zwar von VJ Fogg und von Wendel. Ich habe das jetzt vereinfacht für heute. Ich hoffe, dass den beiden Herren auch recht so. Ich glaube, die verstehen sich. Ich hoffe, die verstehen sich. Auf jeden Fall, das ist mal das Modell, was wir heute nehmen. Und am Anfang steht ein Trigger, also etwas, was mich überhaupt darüber nachdenken, also etwas, was mich überhaupt dazu bringt, vielleicht ins Handeln zu kommen. Als zweiten Schritt kommt dann die Motivation. Will ich das überhaupt gerade machen? Was habe ich? Was schaut da raus für mich? Habe ich Lust drauf? Und im letzten Schritt kommt dann auch, bin ich fähig, das gerade zu tun? Und in jedem dieser Schritte hat man das Risiko, dass man ausfällt. Also ein Trigger wird ignoriert, oder ich bin gerade nicht motiviert, oder ich klicke auf einen Link und ich komme nicht weiter. Also da kann man ausfallen. Wenn man das nochmal bei der Modebranche sich anguckt, wir haben das Beispiel, das ist also ein anderes als davor, aber ich kriege eine Werbung auf Instagram. Und das ist ein Unterschied, ob ich so reagiere oder so. Und wenn ich jetzt so reagiert habe, kommt der zweite Schritt, die Motivation. Also ich frage mich, entsprechen mir die Bilder gerade, habe ich Lust drauf, habe ich dann einen Vorteil daraus, wenn ich jetzt diese Kleidung kaufe? Und am Schluss überlege ich mir, ja, weiß ich überhaupt, wie ich das tue? Also finde ich den Jetzt-Kaufen-Button und verlinke dieser Jetzt-Kaufen-Button auch tatsächlich auf das Produkt, das ich gerade toll fand? Und habe ich das Geld? Und ja, und ganz wichtig auch, habe ich die Zeit gerade? Also ist jetzt der richtige Moment? Mit diesen neuen Erkenntnissen habe ich das Modell, also der User Journey, ergänzt um das der Handlungstheorie und habe zu jedem Schritt diesen Handlungstrichter hingefügt. Und für mich war es eine Erkenntnis zu merken, dieser Handlungstrichter ist ja nicht nur einmal. Also nicht in der Journey habe ich einmal mich überlegt, ob ich dem Trigger folge und bin dann erfolgreich durch den Abschlussprozess durch. Nee, ich habe einen Trigger, eine Werbung oder eine Freundin trägt irgendwas, was ich irgendwie noch interessant finde. Aber das ist nachhaltig, ökologisch nachhaltig produziert, aber ich frage sie nicht, was es ist. Oder ich bekomme eine tolle Instagram-Werbung, habe aber gerade keine Lust, mir das anzugucken. Also das gibt in ganz verschiedenen Momenten, kann nicht abbrechen. Mit dem Modell kann man jetzt zwei Dinge tun. Als Anbieter kann man mal mappen, was biete ich gerade an und wo verordne ich das auf diesem Modell. Und dann kann man sich auch nochmal angucken, was sind eigentlich die Nutzerbedürfnisse oder das Nutzerverhalten auf diesem Modell. Und da ist es mir wichtig, dass man nicht nur den oberen Teil sich anguckt, sondern eben auch den unteren. Also was sind vielleicht diese Handlungstriggers, die vielleicht, wo der Nutzer vielleicht stecken bleibt und man ihn gar nicht unterstützt, den nächsten Schritt zu tun.
Und da bin ich auch schon so ein bisschen bei dem nächsten Schritt. Was man jetzt nämlich machen kann, ist diese beiden Dinge zu verbinden und zu gucken, was biete ich auf der Business-Seite an, was habe ich auf Nutzerebene für Probleme und wie kann ich das mappen. Also kennen wir auch vom Osterwald das Value Proposition Design. Das ist da angelegt. Ich möchte ein paar positive Beispiele zeigen, die, wo ich finde, an verschiedenen Orten das ganz gut hingekriegt haben. Wir sehen hier Loveco. Loveco ist ein Online-Händler in Berlin und die haben zum Beispiel auf einen kleinen Ratgeber, der die verschiedenen Produkteigenschaften, also Materialeigenschaften der Materialien, der Stoffe erklärt. Also so etwas, wenn ich mich informiere darüber, was ist das überhaupt, wie definiert sich, was kann ich da vielleicht anderes kaufen, als ich mir gewohnt bin, kleinen Ratgeber. Reformation, das ist ein Label aus New York, haben auf der Produktseite so kleine Hinweise darauf, was man einspart, wenn man diese Bluse kauft, also wie viel weniger Müll produziert oder eingespart wurde und was sich an Wasser gespart habe, an CO2. Christy Dawn aus LA, ein Modelabel, die spielen so ein bisschen mit der Emotionalität. Also die zeigen zu jedem Kleidungsstück, wer das produziert hat, aber auch aus welcher Stoff das dieser ist und warum dieser Stoff gerade gut ist. Kommen wir zurück nach Europa, nach Deutschland, Tess Natur, sehr traditionelles Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit. Und die arbeiten mit der fünften Sünde oder so, wenn ich auf den Vortrag von vorhin mich nochmal rückbeziehen darf, die Gier und sagen, Dinge, die knapp sind, die haben einen höheren Wert, dann ist man auch bereit, mehr zu zahlen und bietet eine Limited Edition an. Und Otto muss ich hier nicht vorstellen. Die haben einen Blog. In diesem Blog gibt es ganz viele Dinge zur Nachhaltigkeit, auch zur nachhaltigen Mode. Und was ich an dem Beispiel so gut finde, ist, dass sie eigentlich auf das Thema nachher eingehen. Also was ist ein nachhaltiger Kleiderschrank? Wie kann ich mein Outfit gut gestalten über eine längere Zeit hinweg? Und schließlich Joti, das ist ein ganz kleines Label aus Berlin. Was die machen ist, dass sie im Label, das hinten in den Kleidung drin ist, nochmal darauf hinweisen, durch wie viele Hände dieses Stück gerade gegangen ist und wie viel Schweiß da reingegangen ist und bitten darum, Sorge zu halten, das Kleidungsstück mal zu reparieren. Ich finde, das sind eigentlich ganz gute Beispiele schon. Und gleichzeitig habe ich aber auch den Eindruck, dass die Potenziale nicht ganz ausgeschöpft werden. Mit Ausnahmen von vielleicht ganz ein paar Einzelunternehmen wie Patagonia ist es nämlich so, dass das oft Einzellösungen sind. Also wenn man das nochmal verordnet, ist das einmal hier oder einmal da in verschiedenen Ausführungen. Was für mich aber erstrebenswert ist, ist, dass diese ganze Experience sich angeguckt wird und dass der Nutzer durch die ganze Experience hinweg nahtlosen und positive Erfahrung hat im Kauf. Also schlussendlich soll die Experience oder die Journey nicht so aussehen, sondern so. Und wie schafft man das jetzt? Ich glaube, da gibt es viele Lösungen und ich habe noch nicht alle Lösungen gefunden, aber für mich jetzt ein Fazit ist, das Fazit kommt gleich zuerst nochmal das Ziel. Also was ist eigentlich das Ziel? Das über die Verbindung von Circular Design, Behavioral Economics, User Experience, dem Nutzer einen nahtlosen Übergang in seine gesamte, neuen Verhaltensweisen zu bringen. Also manchmal sind es alte Verhaltensweisen, die ein bisschen umgeändert werden, aber manchmal muss man echt auch was Neues tun, damit einem nachhaltige Kleidungsmode auch Spaß macht. Und jetzt zu den Möglichkeiten, wie man das schafft.
natürlich durch die Berücksichtigung von Gewohnheiten, Verhaltensweisen und Wünschen des Nutzers, aber auch durch das, dass man diesen ganzen, diese Handlungsschritte des Nutzers auch unterstützt. Und dafür sorgt, dass der Nutzer am Schluss eine positive Erfahrung hat und auch belohnt ist, weil das Belohnen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass ich Spaß daran habe, dass ich Freude daran habe. Für den Anbieter gibt es den Vorteil, dass man wiederkommt, dass man sich aber auch in der Konkurrenz abheben kann. Also ich habe gehört, dass dieses Nicht-Untergehen ist eine der großen Herausforderungen, gerade für kleine Labels auch. Und was auch ein Vorteil ist, ist, dass man diesen intern gelebten Wert, und den hat man ja, man hat ja sehr viel Aufwand, Dinge so zu produzieren und diesen Wert zu leben, dass man den nicht nur intern hält, sondern dass man den auch nach außen bringt und dem Nutzer dadurch einen Mehrwert schafft. Das war mal meine Ausführungen bis dahin. Was ist für mich jetzt der nächste Schritt? Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich hier bin und mit euch mich austauschen kann, dass wir weiter daran nachdenken können. Ich möchte den Ansatz auch gerne weiter ausbauen. Also ich denke, da gibt es auch noch ganz viele Research-Fragen, die man klären muss. Also wie macht man Research richtig, dass man auch zu diesen Themen kommt? Weil es sind oft Dinge, die der Nutzer nicht aktiv wahrnimmt und wo man ein bisschen nochmal gucken muss in der Werkzeugkiste eines Researchers, was haben wir dann da noch. Und ich glaube auch, dass dieser Ansatz sich für andere Branchen gut eignet. Und ich möchte diesen Ansatz auch in den Projekten ausprobieren. Und zwar, damit der Nutzer eben nicht daran gehindert wird, seinen Wert zu leben, sondern damit ihr Produkt schlussendlich den Nutzer unterstützt, sein Ziel zu erreichen. Und jetzt bin ich gespannt auf den Austausch.